Zack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zu einem erneuten Follow Me Around. Mal wieder ein Vlog hier auf dem Kanal, ist ja auch lange her schon, der Vlog gegen Darmstadt, das Fußballspiel. Und ich würde sagen, wir fahren heute mal schön nach Wolfsburg einkaufen ins Designer Outlet mit meiner Freundin zusammen und da sehen wir uns dann auch gleich. Wahrscheinlich kommen diese Vlogs hier vor den Urlaubsvlogs, was irgendwie sinnlos ist, weil dann macht das überhaupt keinen Sinn mehr, dass das quasi das Bastel von meiner Freundin sein soll. Aber vollkommen egal, die Fotos auf Instagram da gesehen. Von daher, auf geht's nach Wolfsburg und wir sehen uns im Zug. So, Freunde, ich sitze jetzt hier am wunderbaren Bahnhof in Emmerke. Mein Zug kommt in 3-4 Minuten. Was ich noch ganz anmerken wollte, ist, dass ich auf der Suche nach Schuhen bin und hoffentlich auch heute welche finden werde. Die werdet ihr natürlich sehen. Und ich möchte, dass ihr mir in die Comments schreibt, wie ihr diese Schuhe findet. Ich bin jetzt kein Visca Bars oder Afro Red, ich sammle jetzt keine Schuhe und bin jetzt auch nicht so der unfassbar Limited Edition Mega Freak und die müssen nicht so auffällig sein, aber trotzdem könnt ihr es mir gerne mal reinschreiben und ich würde sagen, jetzt sehen wir uns wirklich gleich im Zug oder am Bahnhof in Hannover, irgendwie sowas in der Nähe. Bis gleich. Sunlight begins to fade now and I feel like I'm losing time. Wir sind angekommen im Bahnhof in Niedersachsen, der den kleinsten Meckes der Welt beheimatet. Dummerweise ist das Wetter so semi-geil. Regnet nämlich richtig schön. Was heißt, dass das Outlet, was natürlich außerhalb liegt, hier übrigens da, Freundin, was natürlich draußen liegt, ein bisschen überschwemmt wird. Das heißt, es ist nicht so geil. Aber wir haben einen Schirm und wir werden hier einen Weg finden. Und von daher sehen wir uns da gleich. Leute, es grenzt an ein Wunder, dass ich mir bisher nur das City-Trikot gekauft habe und noch nicht das Real- oder Milan-Trikot. Die sahen beide so unfassbar geil aus. Und Outlet-Preise sind bekanntermaßen fies mit 50 Euro. Ich zeige euch die Schuhe nachher und das Trikot. Ich habe das Gefühl, das alles tut hier meinem Geldbeutel nicht sonderlich gut. Und ich bin ja ein Sparfuchs, ihr wisst es ja. Nicht nur bei FIFA, sondern auch in Realität. Deswegen bin ich auch nicht mit diesem Schokoladenstore drin, weil allein der Geruch animiert zum Kaufen. Das ist einfach unfair. Aber egal, bisher ist es nice. Das Wetter wird auch wieder besser. Läuft. Zu Ende, wir waren 1,5 Stunden da. Wir waren gerade bei Subway essen und haben jetzt einen wunderbaren Milchshake und einen Cheeseburger. Und einen Chicken Burger, glaube ich. Also, wir haben eigentlich ganz gut geshoppt. Hier, meine Tüte ist relativ gut gefüllt auch. Und dazu haben wir noch Schokolade gekauft. Also, war es ein erfolgreicher Tag. Solche Vlogs hier übrigens werden jetzt öfter kommen, ab und zu mal. Das ist ja mal Tagfilme, muss jetzt nicht immer unbedingt ein Fußballspiel sein. Wurde übrigens gefragt, Max, filmst du jedes Spiel, bei dem du bist? Ja, da wird jedes Mal ein Vlog zu kommen. Das ist ja meine Meinung, jedes Mal mit Bubble Time kommen, mit den ganzen Tipps und so weiter und so fort. Denke ich mal zumindest. Oder das kommt halt in den Vlog drin. Mal schauen. Und ja, wir fahren jetzt zurück. Wie gesagt, ja, wenn ich mal irgendwie Fußballspiel habe oder so, kann das sein, dass ihr davon Vlog bekommt. Einfach so zwischendurch mal. Ich denke mal, das ist ganz cool. Und wir sehen uns dann in Emmerke oder zu Hause wieder. Bis gleich. So, wieder zu Hause angekommen. Ihr meintet zwar, ihr wollt nicht so viel von mir zu Hause sehen, also in meinem Zimmer zumindest meint das einer, aber bei dem Wetter kann man erstens nicht rausgehen, ihr seht zwar nichts, aber das ist mir egal. Und zweitens, wo denn sonst? Weil wenn ich euch Sachen zeigen will, die ich gekauft habe, kann ich das schlecht irgendwie draußen machen. Und von daher machen wir es quasi hier. Übrigens auch verboten, irgendwie in diesen Läden zu filmen. Ich weiß nicht, die ganze Welt hat irgendwie was gegen YouTuber, nirgendwo darfst du mehr filmen. Aber gut, von mir aus soll es so sein. Wir fangen mal an mit dem ersten Paar Schuhe. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der Visca Barca Limited Edition Freak oder so, aber ich denke mal, die sind eigentlich ganz fresh hier. Schöne rote Nikes. Ich stehe auf rote Schuhe. Und die sind so schön weinrot. Wunderbar, mit einer weißen schönen Sohle. Ich brauche noch rote Schuhe, weil meine roten Schuhe langsam, ja, ein bisschen den Geist aufgeben. Die sind außerdem ein bisschen leichter, ein bisschen sneakeriger und das passt dementsprechend ganz gut. Und das zweite Paar ist dann mal für mich, was komplett ausgefallen ist. Also das passt eigentlich überhaupt nicht zu meiner normalen Schuhart und Weise, aber das sind die hier. Also so ein ich weiß gar nicht, was für ein Muster ist, Camouflage oder sowas ähnliches. In Schwarz und Grau. Die sind eigentlich ganz fresh aus für mich, also die sind ganz cool. Auch sehr bequem und von daher habe ich mir gedacht, hole ich mir die, wenn ich übrigens frage, Max, warum Nike? Warum Nike und warum kein Adidas? Wenn du im Outlet bist, da gibt es auch Adidas-Schuhe. Ja, Adidas passt mir nicht, meine Füße sind zu breit. Lächerlich, oder? Naja, egal. Und wenn man in einem Nike-Store ist, beziehungsweise allgemein in diesem Outlet, wie man auf Twitter folgt, Link in der Videobeschreibung, der weiß schon Bescheid. Es ist schwer dazu widerstehen, weil alles wirklich sehr günstig ist und dazu gehören auch Fußballfanartikel.
Und ihr wisst eventuell, in Deutschland sind meine beiden Präferenzen, sage ich mal, Hannover und in gewisser Weise wegen Lord Bentner Wolfsburg. Sonst Bayern finde ich auch ganz okay, will mir trotzdem kein Trikot verkaufen, genauso wie für Köln. In England sind es Newcastle und Manchester City, dann Arsenal auf Platz 3. In Spanien Real Madrid, in Italien Mailand, in Frankreich PSG. Und was gibt es in so einem Nike-Store? Ganz viel Barcelona, Rom, Bremen, Frankfurt und Superbia Imperialia, Manchester City. Deswegen haben wir dieses kleine Trikotchen hier auch nochmal gegönnt. Für 35 Euro kann man sich da überhaupt nicht beschweren. So, das Newcastle-Trikot wird noch kommen. Ich denke mal, das Real-Trikot, das Milan-Trikot, das PSG-Trikot auch früher oder später. Das Bender-Trikot habe ich ja schon, von daher habe ich dann quasi auch alles abgeschlossen. Gut, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. War wieder so ein kleiner Day with Max. Follow Max around, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Haut rein.